Oh, die fangen schon an. Okay, also Filch und Dongdong, genau, das habe ich mir gedacht. Justin, sogar gleich die Double Ganon Combo. Justin und Cobra beide mit Ganon, das geht sehr hart. Oh, sogar auch gleich schon die Zone gecovert. Das ist so, das ist echt nice. Also die F-Smashes kommen einfach durch. Ja. Ich möchte eine F-Smash into F-Smash Combo sehen. Ja, war ja basically gerade schon fast. Ja, ja. Aber auch alleine. Bro, also Zelda hatte schon gegen einen Ganon auf die Chance, ne? Aber. Gegen zwei. Oh, schade. Da hätte ich zwei gesehen. Fast die Team-Kombo. Aber es war eigentlich cool, ja. Ja. Und boah, das war knapp, das war los. Ja, da müssen sie aufpassen, auf jeden Fall. Ganon ist eigentlich, glaube ich, ein guter Anfänger, glaube ich, oder? Du kannst einfach so, der eine grabbt und der andere F-Slash, das ist voll easy eigentlich, aber effektiv. Auch für Early Brackets kann man da bestimmt auch ziemlich gut die ersten Games schieben. Ich habe halt keine Ahnung, wieso. Also ich kann einfach so mechanisch keine Double-Kombo so, aber das ist so die einfachste, die man machen kann. Bestimmte, das DI von Ganon ist ja eigentlich auch schon fast obvious, dass es auch gut zum Followen ist. Nee, ist eigentlich, also ist gutes Doubles-Team dafür, dass es so kurz zusammen gewürfelt ist. Aber die können den beide auch. Aber Ridley hält hier gerade auch gut gegen den Cobra. Mhm. Ist gut. Beide haben sich jetzt ein bisschen mehr gesplittet gegenseitig. Man versucht, sich zwei Seiten kämpfen zu können. Ja. Ja, Filch versucht Justin zu ledge-trappen. Ja, vielleicht. Auch relativ Justin hat. Boah, die Becker, die ist stark. Aber auch der Forward Smash. Da wurde der Schattenkönig einfach. Der Schattenkönig. der König der Schatten der Nächte. ja, aber. Oh. Ach, sogar ihn? Oh, nee, gerade gesehen. Ja. Leider. Kann sie Hyrule retten und. Ja, gegen. Oh, yo, ja. Das kommen die Kombos direkt durch, 60%. Ja, war gut gedacht, hat sich leider auch schon durchgesnickt mit dem Teleport. Okay. Cobra ein bisschen zu früh. Jetzt in der letzten Position. Oh mein Gott! Sehr schön! Das war sick von Bild. Kann man nichts sagen, das war clean. Ja. Okay. Jetzt muss Justin. Jetzt tatsächlich ein bisschen hinten, aber ich glaube, er kann das so. Also, ich meine, Ganondorfs Kill Power ist halt einfach. Ja, absolut lächerlich, also. Nein! Und der Reed. Oh! Aber Finn? Bro, ich übersteuer hier. Ja, aber. So, und der D. Oh, der Phantom. Der Delay durch den Phantom, ne? Die Guard, die ist einfach da. Alter, das hat clean gespielt, das 2 gegen 1 von Phil. Ja, wirklich. Krass, also 1-0 für Donald Pitt. Ich weiß, ich glaube, das ist Best of 3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Best of 5 machen. Aber ich bin mir actually nicht sicher, technically. Ja, müssen wir mal vielleicht die. Orgi fragen. Die Organisation hier. Ja. Und wir sehen sogar auch einen Switch von Duster. Justin, meine ich. Der Donkey Kong ist auch nochmal deutlich krasser. Hast du auch schon gegen ihn gespielt? Ja, ich habe gegen beide gespielt. Ich habe beide hart aufs Maul bekommen. Aber ich habe auch, to be fair, ich habe auch Mega Man gespielt. Mit dem. Wenn man mich Rushdown mit dem. Ich glaube, Justin wollte direkt Dash Attack machen, aber. Gab's erst mit dem. Das macht er immer. Er macht legit immer, wenn du gegen Justin spielst, mit dem DK. Einfach Dash Attack. Er macht immer Dash Attack. Sogar auch wieder schöne Kombo. Nice. Das war. Könnte ich mit dem Teleport? Ja. Holt sich gleich auch. Die Teleports war so ein bisschen die in der MVP. Für ihn habe ich das immer das Gefühl, weil. Du kannst dich halt so in Position. Egal ob du ein oder zwei Kills. Schade. Oh. Oh. Finch macht gute Team-Setups mit dem. Ja, das war so krass. Schön. Mit dem Phantom, ja, auch Flows oder irgendwelche Tower-Spots erwähnt. Hat schon immer gut gekommen. Boah. Ah, Cobra? Ich weiß nicht. Der trifft richtig viele F-Smashes. Ich glaube, Phil hat auch auf sich gewonnen. Das ist so sein Ding, als so professioneller F-Smash. Das sieht dick ist auch immer am Klicken. Controller erst. Das wäre fängbar. Warte, wie weit will er den? Okay. Er hat einfach den Punch benutzt. Warum wollte er nicht? Ich wollte den safe. Ja, vielleicht wollte er einen Cobra passen. Aber man sieht auf jeden Fall auch, dass es nicht mehr das zwei Seiten sind. Man versucht jetzt gerade jeweils eine mehr in der Mitte zu halten. Das ist eigentlich, ich glaube, die beste Strategie ist bei Doubles. Ja, zu Sandwich. Ja. War das ein Abwehr?
Boah. Ja, Finch wollte. Nee, Finch wollte das. Wäre fast der Edge gehabt. Boah, ja, er war zu greedy, er war zu greedy. Ja. Ja, also für Team. Für Team. Kasten oder. Jobra. Jobra. Nee, also für die beiden sieht es ein bisschen schwierig jetzt aus. Ich meine, wenn jemand Comebacks holen kann, sind es so zwei Heavies. Also ja, absolut. Und da ist es ja sogar auch wieder der Ausgleich. Oh, da wurde. Ja, doch, das Cobra, ist ja. Cobra ja, holt hier die ganzen Kills. Er ist der Gatekeeper. Ja. Hätte noch ein bisschen am Leben. Springt nicht in die große Flame rein. Muss mal gucken. Ja, da, jetzt perfektes Setup eigentlich. Oh, oh, beide der drin gewesen. Oh, das war fast der zweite. Oh, kann Justin? Nee, nein, kann Justin. Er nicht. Na, ja, das okay. War. Dingsens hat. Cobra hat ihn blockiert. Und wer hat die Perk reingegangen? Schön. Ja. Oh, der Tech-Tag. Nice. Okay, Downhills. Diesmal haben sie es doppelt. Ja, der Double Ledge. Also, wenn, jetzt, wenn Finch das jetzt wiederholt, dann. Es ist Finch einfach der Double King. Ja. Hat er. Er hätte da einen S-Match gemacht. Nicht Bro, mehr. Beide haben einfach Angst, Digga. Aber es ist auch. Werden weggehalten von Zelda. Aber es ist auch bei okay, jetzt, haben, jetzt können sie immer sandwichen. Jetzt? Ja, das war's. Oh. Ah. Okay. Finch macht das einfach so gut. Der spielt so evasive, ne? Ja, bringt sich auch nicht allzu sehr weg. Damn. Oh, oh, das ist der Gott. Kann er das punishen? Okay. Cobra gegen Finch. Jetzt kommt es drauf an. Kann Cobra. Boah, er hatte. Das ist wieder. Er hatte einen Read, aber. Oh, okay. Bro, beide wollen nicht gucken. Und dann kommt die Random Dash Tag. Nein, nicht und, die Abwehr. Oh mein Gott! Finch! Wer. Das war crazy. Das war echt gut gespielt von Phil. Da kann. Also wirklich. Ja.